Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Ja, heute mal wieder noch ein bisschen eine kleine Farmrunde. So, letztes Mal haben wir noch hier dieses Schild hier ercraftet. Ist zwar nicht ganz perfekt geworden, aber doch ganz annehmbar. Ansonsten kann ich noch mal ganz kurz gucken. Was hat denn der jetzt für ein Schild? Der hat, ach, das alte von uns, genau. Das ist ja schon mal in Ordnung. Ansonsten haben wir noch hier einen Helm, der gar nicht mal so schlecht war. Stimmt, den wollte ich noch verkaufen eventuell. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen Gold bekommen. Und zwar ist das, ja, oder wird das ein kleiner Teil des Preisgeldes werden. Nicht alles, aber ja doch, ein kleiner Teil davon. Und das ist der Wertespender. Wir dürfen auch mal ganz kurz das Profil uns ansehen. Er hat uns, oder er hat mir die 10 Millionen gespendet fürs Turnier. Sehr, sehr freundlich. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. Und wir wollen mal schauen, dass wir jetzt erstmal wieder hier in unser Let's Play zurückfinden. So, ich werde erstmal ganz kurz die Sachen alle auf die Bank legen. Die zwei können wir im Prinzip dissen. So. Wunderbar. Und der Rest geht hier erstmal wieder auf die Bank. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen hier farmen. Werden wahrscheinlich ein, zweimal ja auch die Ebene einfach wieder resetten. Einfach um schnell blaue Sachen hier zu farmen. Ui, kleine Lecks natürlich wieder am Anfang. Wie immer. Bleibt bei Diablo ja leider nicht aus. So, da müsste das Portal weiter dann oben sein. Zack. Oh, können wir Damage aber auch nochmal boosten. Wunderbärchen. So, wo ist denn hier das Portal? Oh, die können schon mal weg. Ah, da ist schon mal auf jeden Fall ein Elite-Trash-Pack. Schon mal so ein Random. Können wir ganz gut gebrauchen. So. Da hätten wir schon Nummer 1. Oh, und da gibt es gleich schon mal Gelb. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Seite eines Schmiedes. Nicht ganz so vom Vorteil. War das hier vielleicht die Dings? Ja, das war sie. Wunderbar. Dann hätten wir schon mal Instanz Numero Uno. So, wir machen diese beiden Instanzen und dann noch Leorix Anwesen, weil da kriegen wir auch noch schnell eine Elite zusammen. Und dann resetten wir einfach die ganze Sache, da wir eh keine Nephalem-Stacks aufbauen können noch auf diesem Level. Ist das eigentlich die schnellste Variante, glaube ich, um an blaue Sachen ranzukommen. Oder an blaue Items. So. Jetzt noch das Trash-Pack hier. Ah, die machen uns gar nichts. Zack, komm her. Und jetzt stirbst du auch noch. Und Smaragd haben wir auch noch gefunden. Wunderbar. Edelsteine können wir auch ganz gut gebrauchen. Ja, und das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Das habe ich letztes Mal ja vergessen. Das sind die Edelsteine auch, die ihr im PvP-System benutzen könnt. Also, ne? Von dieser Qualität, Stufe. Davon gibt es natürlich noch Rubin, Amethyst und Topaz. Je nachdem, was für eine Klasse ihr dann im PvP spielen wollt. So, hier ist noch ein Schrein. Oh, Schrein der Stärkung. Auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Geisteskraft. Wunderbar. Ach ja, hier gibt es noch das Event. Das können wir auch noch mitspielen. Da dürfte es eigentlich auch blaue Sachen geben. Dann können wir es, glaube ich, denke ich mal, diese ganze Sache ja, dreimal spielen. Und dann werden wir mal gucken, ein paar Helme herstellen. Ich hoffe, wir bekommen was Gutes. Und ja, ist abzuwarten auf jeden Fall. So. Ah, mit dieser Stärkungsbuff kann man relativ viele Glocken spammen. Zack, zack, zack.
Und da ist das Event doch schon fertig. Wunderbar. Oh, da haben wir sogar einen Amethysten noch gefunden wieder. Güte, und da ist zum Beispiel der Amethyst auch auf der sehr richtigen Stufe. Die bringen halt plus 14. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch versprochen. Ich glaube, ich gesagt plus 13. Ne, die bringen plus 14. Oh, hier ist auch ein Random. Was heißt Random, aber ein Elite-Pack, was wir noch so mitnehmen können. Zwischendurch, bevor wir da in den... in die andere Krypta da gehen. So, Nummer 2. Oh, das war Glück. Bin ich gerade reingesprungen, da war die Explosion aber schon weg. So. Ah, noch was Blaues, wunderbar. Blau ist immer gut. Können wir gut gebrauchen. Jetzt gehen wir hier noch rein. Und dann gehen wir halt noch anwesend und dann resetten wir einfach die ganze Map. Ah, vielleicht schaffen wir auch blödlich bloß zweimal. Mal gucken. Und dann wollen wir gucken, dass wir vielleicht so 2 bis 3 Helme herstellen. Und vielleicht haben wir sogar Glück und bekommen was Sinnvolles raus. So, schon mal hier alles wieder nachbuffen einfach mal. So, ah, schade, alles nur Schmiedesachen. Das ist mal ein bisschen ärgerlich. Ich hätte ganz gerne... Oh, was Blaues? Ganz gerne mal wieder ein paar Juwelenseiten. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Wie gesagt, wir müssen irgendwie so auf 12, glaube ich, vielleicht beim letzten Mal kommen. Ach nee, da wären wir ja wieder zurück im nächsten Akt. So, was hatte ich gesagt? Leorix Anwesen, genau. Ja, wird wohl wahrscheinlich nur noch auf einmal, ups, Resetten drauf vorkommen. Ah, mal gucken. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier sind. Ja, wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen öfters passieren, dass wir, ja, auch mal, farmen gehen werden. Ganz einfach, hat einfach den Grund, dass wir uns Equip wiederherstellen können. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich da aufgehoben habe. Was für eine Seite war es? Ey, es war eine Juwelenseite. Juhu. Oh, hier ist auch ein Champion Pack. Der komische Kerl hier. Wunderbar. Noch ein Champion mehr. Also mal hier die komischen Typen hier besiegen. Komm her. Bleib stehen. Nochmal blenden. Wunderbar. Eine Glocke draufhauen. Da platzt er und nochmal was Gelbes. Identifizieren wir nachher alles zusammen. Schultern diesmal. Können auch gut proggen. Also so ist nicht. Ohne Heiltrank. Na gut. So, einmal nach oben gucken. Da sind sie nicht. Das sind die falschen. Dann einmal hier gucken. Da sitzen auch die falschen. Da sitzen die richtigen. Die wollte ich. Wunderbar. Oh, nicht unbedingt in dem Feuerstrahl stehen. Hört auf, mich einzukesseln. So. Und noch eine Juwelenseite. Wunderbar. Ja, wenn man alleine spielt, kann man das natürlich wesentlich effektiver und schneller farmen. Na gut, Stärkung, egal. Jetzt gehen wir zurück in die Stadt, loggen kurz aus, loggen wieder ein und machen das Ganze nochmal. Und dann werden wir noch kurz craften. Also einiges haben wir hier schon gefunden. Da sind noch ein paar niedrigere dabei, obwohl nur 2. Na gut, das kann man verkraften, denke ich. So, Spiel verlassen. Spiel fortführen wieder. So, alles wieder resettet, alles wieder auf Anfang. Dann geht's wieder in die Wälder. Ja, das kann man natürlich so oft wiederholen, wie man möchte. Man kann sich dadurch schön ein bisschen was an Equip farmen. Da ist zum Beispiel der Rubin. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle Edelsteine der richtigen Stufe gesammelt. Naja, also wenn ihr nicht wisst, wo könnt ihr am besten diese Edelsteine farmen. MP10, Albtraum. Klappt wunderbar.
So. Da ist die Instanz, wo wir rein wollen. Wunderbar. So, noch ein bisschen Blau können wir sammeln. Haben wir so ein ganzes Inventar voll. Und ich hoffe ja, dass wir ein bisschen Craft-Glück wieder haben. Oh, eine Schmiedeseite auf jeden Fall. Können wir gleich mitnehmen. Werden wir jetzt ja auch häufiger gebrauchen. Also verkehrt sind sie auf jeden Fall nicht. Und ansonsten, wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie immer noch benutzen, um sie später abzugraden. Ups, da was Weißes aufgehoben. Waffen sollte ich mich auch mal vielleicht. Ja, derweil freue ich mich ja schon wirklich aufs Turnier schon ein bisschen. Ja. Sind schon mittlerweile 5 Anmeldungen drin. Oh. Ein Köcher und noch eine Juwelenseite. Ich glaube, bald haben wir die ganzen Juwelenseiten zusammen. Ach nee, hier gibt's ja nichts mehr. So, das Weiße kann ich eben kurz wieder rausschmeißen. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon wirklich so ein bisschen aufs Turnier. Mal sehen, mit was ihr so alles antreten werdet dort. Ja. Keine Ahnung, was denn, welche Klasse wirklich OP sein wird. Was ihr euch für Equip dann gekauft hat, wird alles sehr interessant sein. Musste die Regeln auch noch ein bisschen anpassen, auf den Hinweis, natürlich der Hellfeuerring ist nicht erlaubt. Das wäre auch ein bisschen zu gemein, besonders für Leute, die vielleicht noch keinen Hellfeuerring haben. Und ja, das würde alles so ein bisschen entkräften und die Kämpfe würden vielleicht nicht, ja, so lange dauern, wie man es gerne hätte vielleicht. Aber ich hoffe, es melden sich noch so ein paar, damit wir vielleicht auf jeden Fall schon mal 8 zusammen haben. Am besten wären natürlich 16, volle 16. Ansonsten müssen wir schauen. Gut, mal gucken. So, jetzt wollen wir hier noch ganz kurz die Gegner hier besiegen. Wunderbar. Wo ist der Elite hier? Wo ist der Elite? Hier oben? Hier oben ist er nicht. Da ist aber auf jeden Fall noch ein Schrein. Den können wir uns holen. Ach, da kommt er ja schon. Wunderbar. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh, ich habe meine Finger wieder auf der falschen Taste. Das ist nicht so gut. So, komm her. Können ja auch schön in der Suppe stehen bleiben, lol. Also der Life on Hit ist echt nice. 2 Blau ist auch okay. Ja, das Weiß ist aufgehoben. Mann, Mann, Mann. Raserei, wunderbar. Nehmen wir mit. Dann machen wir noch schnell jetzt Leorix Anwesen und dann sind wir eigentlich auch schon fast hier durch mit dem Farm Run. Ach ja, die Tür, die ist nicht auf, ich weiß. Ist immer ein bisschen blöd, ne? Sieht so aus, als wenn man da durchlaufen kann, aber dabei ist er gar nicht auf. Ach, der Typ ist schon wieder hier. Wunderbar. Feuer halten wir noch gut aus. So, ich werde jetzt hier mal ganz kurz... Das dann doch lieber nicht machen. So. Mehr stirbt. Eine Glocke, ne, brauchen wir nicht mehr. Gut, noch eine Juwelenseite, ja. Damit sollten wir doch jetzt fast wirklich fertig sein. Und können auf jeden Fall schon mal eine Stufe wieder upgraden, den Edelstein. Wunderbar. Das freut mich. Denn das ist auch wieder nur Damage, den wir bekommen. So, Blau. Hier ist nichts mehr an Blau. So, dann nochmal einmal kurz schnell raus auf dem Vorplatz. Ja, fast ein ganzes Inventar voll. Mit 2 Runs. Dann werden wir wahrscheinlich vielleicht 2 Helme rausbekommen bloß. Aber naja, gut, was soll's. Lässt sich leider nicht ändern. Oh, da sind schon die Elite. Wunderbar. Kommt her. Noch ein bisschen Damage ab hier. Oh, jetzt haben Teleport und mehr Leben. Naja, gut. Von dem mehr Leben spüren wir eigentlich fast gar nichts. Wunderbar.
Ihr sterbt auch noch. Dann geht's jetzt schnell mal ganz kurz ab in die Stadt. Und zwar mit zwei Sachen vor. Den Edelstein upgraden. Dafür nehme ich mal ganz kurz die hier mit. Und dann werden wir gleich craften gehen. Ah, da die anderen Sachen auch schon einpacken können. Naja, gut. Ich hoffe, das reicht. 12 Seiten. Ha, das passt normalerweise. I hope so, I hope so. So, Rubin makellos. Davon brauchen wir 2. Richtig. Ah nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir brauchen 13. Ach nein. Ja gut, okay. Machen wir trotzdem schon mal weiter. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Denn ihr wisst, ihr müsst noch einen glänzenden herstellen. Und dann kommen wir nämlich wieder auf 9 runter. Ah. Okay. Also bei der nächsten Seite haben wir auf jeden Fall da nochmal einen Damage Boost. Ah, 13 brauchen wir nicht. 12. Ah. Schade, schade. Gut. Sammeln wir da halt noch eine Seite, das ist ja nicht so schlimm. Sind wir fast fertig mit denen. So, der Rubin wieder auf die Bank, den können wir auch schon mal wieder auf die Bank packen. Der kann auf die Bank, der kann auch auf die Bank. Ja, die nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Dann können wir jetzt mal ganz kurz noch das gelbe Zeug hier identifizieren. Die drei Sachen. Dann gucken wir mal auf die Stiefel. Geschick, Intelligenz und Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das ist nicht so praktisch. Oh, es sind sogar nette Schultern. Oh, verlieren wir aber Leben. Eine ganze Masse an Leben. Aber an sich sind die Schultern sehr nett. Werde ich auch nochmal gucken, ob ich die vielleicht verkaufen kann. Die Nebenhand. Naja, so schlecht ist sie nicht. Fehlt aber halt ein bisschen Geschick für den Demon Hunter. So, und da wir momentan eher die Mats brauchen als das Gold, werde ich das Ganze mal hier dissen. So, ihnen das auch alles. So, die Schuhe finde ich auch nicht so besonders. Deswegen werden die auch gedisst. Sagen wir 19. 19. Kriegen wir da 2 Helme mit zusammen. Materialien vorhanden. Brust, Gürtel. Kopfschuss. 2 Helme kriegen wir zusammen. Wunderbar. Helm Nummer Uno. Mit Sockel. Ah, schade. Nummer 2. Auch mit Sockel. Und mit Vitalität. Mit 58. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als unserer. Mit Vitalität, also von der Vitalität her. Aber wir verlieren 42 Geschick. Das ist nicht so gut. Nicht so gut. Gut, schade. Schade, schade. Gut, ich würde trotzdem sagen, beim nächsten Mal machen wir dann einfach weiter, weil wir haben schon wirklich gute Sachen wieder bekommen. Allein die Waffe, das Schild. Der Helm hat leider nicht geklappt. Naja, gut, okay. Werden wir schon irgendwas für finden. Armschienen sollten wir auch mal Ausschau vielleicht bei den Händlern halten, denn ich glaube Croft-mäßig gibt es erst die nächsten relativ spät. 29 und dann fängt es erst mit 54 nämlich an. Also ja, da müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir da noch ein Upgrade beim Händler oder so. Ähnlich mit dem Helm oder so. Müssen wir mal schauen. Schultern sollten wir auch mal gucken, vielleicht. Gut, aber wie gesagt, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Wieder in Akt 2. Bis dann aber erstmal. Tschüss!